jetzt klatschen wir in die Hände und singen Chala, hey Chala. Aha, Chala, hey Chala. Nein, komm her, du scheiß Propeller. Du Gyroskopter. Gyroskopter. Warte, Tobi, bleib mal kurz da. Genau. Ich wollte nämlich die Münze holen. Genau, die Münze. Was ist die Münze, oh mein Gott. Die Münze. Haha, hast die du Münze. Das gesehen? Das die waren Münze. Skills. Das waren Skills, die nicht vorhanden sind. Genau das denke ich mir auch. Wenn ich abends Fernsehen anmache. Genau so sieht das aus. Alter. Weißt du, du sollst auch abends ins Bett gehen, Mann. Du hast am nächsten Tag Schule. Nein, ich habe A gedrückt! Du hast eine Pimpas in der Hose. Du hast A gedrückt. Doch es ist dir nicht geglückt. Ja, ich glaube auch. Du hast dich. Ah! Du bist genauso nett wie ich gerade, gell? Ich weiß nicht, warum der runtergefallen ist. Weil er keinen Bock auf das Spiel mehr hat hier. Ich glaube auch. Oder beziehungsweise nur auf dieses Level. Ah! Fire scares me. Komm jetzt aus der Bubble, falls ich Scheiße baue versehentlich. Wow! Wow, Mann, das geht! Wow! And if you want me to jump over this lava pit, you say hell yeah. Scheiße! Ich war zu lahm. Genau das sagen wir auch. Wenn wir. Bleib. Ja, so ein Feuer, so ein Feuer, weißt du. So ein Feuer ist er. Die ist ein krasses Feuer, du Arschliche. Da ist so ein Feuer. Kein Feuer mehr frei. Oder so, ne? Ah! Ey, willst du mich verarschen? Ja. So ein Millimeter da. Ja, gut, bei Mario kommt es immer auf Millimeter. Kein Feuer mehr frei. Wieso bin ich klein? Weil du bist Midget Mania. Wieso bin ich klein? Weil du bist Midget Mania. Na gut, das müssen wir dir heute mal glauben. Oh mein Gott! Ich wollte zurückspringen. Ja. Oh, das wird nichts mehr heute, ey. Ich glaub's auch nicht. Tja, hättest du mal gewartet, bis ich starbe? Nee. Gibt's gleich wieder ich wollte endlich Pitfall. Mal den Checkpoint erreichen. Wir haben immer noch die andere Hälfte des Levels vor uns. Ah ja, wie gesagt, hättest du mal gewartet, hätten wir weitermachen können. Nee, muss gleich in die nächste Pitfall fallen. Ja, gleich in the Lava Pits. In the Pits of Destiny. Es ist the Pit of Destiny. We gotta rock in and ride in, hey. Und ich sing nur Scheiße zusammen, das macht keinen Sinn. Juhu! Was machst du da hinten für eine Dance-Off? Ja, was machst du da? Ja. Ich will hier nur ganz sicher durchkommen. Du bashst hier schon wieder sowas von vor, ja? Ja, natürlich. Ich bin der Bashman. Und deswegen gehst du immer so kaputt, weißt du? Nein, ich hab nämlich den Gyroskopter. Ja, den verlierst du auch gleich wieder. Nein, den verliere ich diesmal nicht. Dann. Ne? Ich glaube, du lügst, bitte. Hast du das gesehen? Hast du das Nein, gesehen? Hab ich nicht. Was mein Gyroskopter kann? Nein! Danke, doch, du verlierst dich gleich wieder. Nein! Jetzt willst du es aber wissen, ne? Ja. Jetzt packen wir hier die... Jetzt packen wir eine Kure und gehen nach Hause. Jetzt warten wir, bis ich da oben bin, dann können wir gleich in die Tür zurück. So macht man das, so macht man das. Und nicht anders. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Scary Jump. Oh mein Gott! Watch this! Guck mal, da ist ein Cross an der Tür. Was? Warum greift der denn nicht? Ich hab den Schmuck mir die ganze Zeit gemacht. Warum packt der denn jetzt wieder zu? Ich weiß es nicht. Ja, ich hab gesehen, das war ein Cross an der Tür. Das soll heißen, hier wohl Jesus. Na toll. Das waren alles nur die Mormonen, die hatten Schuld. Nein! Und wie ich jetzt darauf kam, haben sie Mormonen das lag in einem Beavis und Butthead verrückt.
Nein, ich hab Bubble gedrückt. Ich weiß es ganz genau. Ich habe Unreal Bubble gedrückt. Ich bin Unreal Bubble Turner im Spiel. Ja. Puzzle Bubble nennt man das auch umgangssprachlich. So, jetzt warte ich aber. Puzzle Bubble? Bubble Bubble? Gimme that! Shit. Bitch! Bitch! Oh, wieso gehst du nicht nach hinten, Mann? Ich wollte ja weg, aber... Nein, du wolltest nicht fahren, du hast im Weg gestanden. Nee, du hast im Weg gestanden, Mann. Du weichst immer nach hinten aus. Nein, immer nach hinten. Du hast im Weg gestanden. Oh mein Gott! Wir knallen hier meine Festplatte voll mit Material. Ah ja, nur weil du es nicht drauf hast. 1, 2, 3, schicke, schicke Schweine 3, sag ich dazu nur. Schicke im Schweine ein. So. Sie haben die Tür geschlagen. Na komm jetzt. Möchte es nicht, bitte. Ohoho! So, jetzt warten wir da. Wuhuhuhu! Nein! Nein! Ich geh die ganze Zeit drauf hier. Also wir haben jetzt hier schon über eine Stunde an diesem ersten Hälfteabschnitt gesessen. Dieses Level das ist doch so schön. Ja. Wir sind echt gut. Wir sind echte Helden hier. Sascha hat schon wieder 25 Leben verbraucht, nur bei diesem Abschnitt. Oh! Da ist ein Cross an der Tür. Ich hab's genau gesehen. Da wohnt Jesus drin. Familie Hells, ey. Guck nur noch Diamonds und dann hast du wieder. Gerne, nehm ich die Drive. Hast du ein extra Leben, weißt du? Nicht zum Lenken, nicht zum Denken. Aha, ein Knochen-Truck-Maniac. Ein Forge-Truck, ich hab's genau gesehen. Denkt ich auch immer. Aha! Oh, aha. Oh, Scheiße, ich weiß nicht. Ich hab gedacht, ich hab's nicht mehr gestartet und bin in die Bubble gegangen. Bubble? Bubble, Bubble? Wer hat Bubble gesagt? Bubble, Bubble, Boilen, Bubble! Du hast Bubble. Nein, ey! Warum greifst du denn nicht zu? Der wollte mal so richtig von hinten, weißt du? So mit dem Daumen hinter dem Kopf, so wie ich damals bei deiner Freundin gemacht habe. Ja, genau so. Dann hast du noch ein paar getreten. Aha. Bubble. Jetzt geh doch weg. Ich bin noch weg. Na gut. Geh doch weg. Bin doch weg. Geh doch weg! Oh, hast du diesen Sprung gesehen? Hast du diesen Skilljump gesehen? Hast du den in dein Face gesehen? In the bathroom, sag ich dazu nur. In the bathroom! Yes, 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 yes! Yes, 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 yes! Yes! Bleib da, bleib da, bleib da, ich komme! Finally! Deine Anwesenheit reicht. Oh. So, auf zur nächsten Stunde. Halbe, zweite Hälfte. Was ist denn hier kaputt? Alles. Bleib da, bleib da, bleib da. Oder nee, geht ja nicht. Du musst ja weiter springen. Okay, mach weiter, mach weiter, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Ich komme. Yes. Yes. Porno. Ne Glück. Ja, hol's dir. Ha! Ha! Ja! Ja! Huh? Übertreib doch! Übertreib doch! Übertreib doch! Oh. Ja! Ich bin unter den unter durchgerutscht. Wie geil ist das denn? Ich glaube, wir haben es fast. Haben es fast. Ja! Warte. Gucken, ob hier oben noch irgendwo ein Item ist. So, aber nicht.
Super Mario Pinball, ey. Mario Pinball. Mario Pinball. Und wie sagen wir jetzt, hat so lange gebraucht? Der zweite Hälfte war doch einfach. Ich weiß auch nicht, was mit uns los ist. Jetzt guck mal, zweite Hälfte ohne ihr Leben zu verlieren. Ach, jetzt kommt die Scheiße mit dem Kettenhund. Mit der Kettenhund? Mit dem Kettenhund. Mit dem Kettenhund? Das ist ein große, dicke Kettenhund. Eine große, dicke Kettenhund. Eine große, dicke Kettenhund. Eine große, dicke Kettenhund. Eine große, richtig dicke Kettenhund. Ja, guck, das meinst du. Das meinst du. Spring dir mal im Kopf. Genau so. Oh, na toll. Was machst du? Was soll das? Das ist die große, dicke Kettenhund. Hab ich schon gesagt. Ach, Mist. Warum bist denn du jetzt schon klein? Ja, weil mich dieser Kettenhund erwischt hat. Dieser große, dicke Kettenhund? Ja, genau der. Nein! Du musstest überleben. So. Nein, warum tust du das? Weil er mich sowieso erwischt hätte. Ich hab's genau gesehen. Nein, das war nur der große, dicke Kettenhund. Ja, genau, der hat mich erwischt. Das war aber der große, dicke Kettenhund. Ja, genau, der hat mich erwischt. Na gut. Ah, 32er Läufe. Was ist Welt 6 nochmal? War das das im Gebirge? Ich hab keine Ahnung. Doch, das war das im Gebirge. 7 in den Wolken und 8 war Bowser. Okay. Wieso wenn wir da jemals klar ankommen in diesem Let's Play? Aber so nett. Na toll! Es gibt noch andere tolle 2D Jump'n'Runs auf der Wii, die wir in diesem Stil spielen könnten. Kirby Wii, Kirby the Big Yarn, Donkey Kong Country Returns. Das noch schwieriger ist als Mario in meinen Augen. Und Rayman Origin. Wii! Wobei, das wollte ich eigentlich auch mal gucken, ob ich das anders mache, aber nein. Nein! Was tust du denn? Jetzt hol dir das Item. Versuchstopp. Was machst du denn? Mir das Item holen. Das sah aber nicht so aus. Ja! Sonst geht's noch. Ja. Okay. Solange du noch alle Tasten im Schrank hast, bin ich ja zufrieden. Was für Tasten im Schrank? Ich hab keine im Schrank. Woo! Also jetzt weißt du, ne? Ja, ne? Jetzt weißt du, ne? Weißt du, ne? Kommt der große dicke Kettenhund. Der große dicke Kettenhund. Der große dicke Kettenhund. Was? Große dicke Ketten? Der große dicke Kettenhund. Große dicke Kettenhund. Ja! Ich bin auf den drauf gesprungen, das hat nicht gezählt. Ich komme. Haltet doch mal durch! Dazu muss aber noch mal weg. Ah. Jetzt will er es wissen. Guck's dir an, jetzt will er es wissen. Ja. Bist du tot? Ja. Kommst du wieder? Nein. Na gut. Nehme ich sogar jetzt so hin. Der große dicke Kettenhund, der will uns wissen. Scheiß dich! Nein! Warum? Darum. Warum stirbst du? Warum stirbst du? Warum stirbst du? Denn? Wer hat dir das erlaubt, hä? Ist ich genau, nicht. Das hat mich eben ein bisschen erinnert, so an die eine Stelle aus Rush Hour 3. Wer bist du? Ja, ich bin du. Nein, ich wollte wissen, wer du bist. Ja, ich bin du. Bist du taub? Nein, ich bin blind. Du bist taub. Ja, wer bist du? Ja, nein! Ich bin dir, ich weiß ihn. Ja, ich bin er. Gell? Genau so. Das ist schon eine lustige Szene. Was, bist du ganz tot? Nein, ich bin ganz tot. Manche Leute sterben für immer. Ja, ich komme nie wieder zurück. Weiß nicht. Auf Wiedersehen! Ach, scheiße. Du scheiß grünes Feuer da, ey. Ja! Piss dich, du Bauer! Bauer? Bauer?
Bauer? Bauer? Ah, Bauer? Bauer? Ist eine Bauersatz, genauer. Bauer? Oh, wer hat denn das da hingestellt? Oh mein Gott. Was tun wir nun? Spring. Oder auch nicht.